Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar, ich habe was Schönes geshoppt. Ja, ich konnte mich nicht zurückhalten und habe ein bisschen bei Schipper eingekauft. Viele von euch, die mal nach Zahlen machen, kennen die Firma sicherlich. Für mich war die ganz neu. Man kennt halt so die üblichen Firmen, ne, wie Ravensburger und was gab es denn da früher noch? Ich glaube, das war so die bekannteste. Ich glaube, meine Mutter hat mir immer bei Müller Gerwig, früher hieß es noch Gerwig, Drogerie Müller, da die Malskits besorgt. Auf jeden Fall bin ich ja seit längerem, also was heißt nicht seit längerem, kann man nicht sagen, seit jetzt glaube ich 2 Wochen oder so, bin ich jetzt in einer Mal nach Zahlen Facebook-Gruppe. Ich kann euch die gerne mal unten verlinken, die ist relativ groß, muss ich sagen, und auch aktiv und macht echt Spaß, da zu stöbern, und ganz viele schwärmen halt von diesem Schipper, von dieser Schipper-Firma. Und dann habe ich gedacht, hey komm, jetzt gehe ich da auch mal drauf und guck mal, was die so haben. Und ich habe natürlich auch die Videos von der lieben Nadine geschaut. Die hat vor, oh Gott, ich glaube 3 Jahre sind die schon alt, die Videos, auch mal nach Zahlen gemacht. Und die hat auch so geschwärmt von Schipper. Und da habe ich mir natürlich alle Videos durchgesuchtet. Und ja, ich würde sagen, wir machen gar nicht lang rum. Ich nehme euch mal noch ein bisschen höher, weil es ist ein riesen Karton. Ich habe 3 Bilder angekauft, aber ich weiß, dass die Bilder auf Kartonagen kommen. Von daher verwundert mich das nicht so. Ja. Ich glaube, ich kriege das sogar gar nicht unter die Kamera. Der Karton ist riesengroß. Also ich würde sagen, ich mache den einfach auf der Seite, mache ich den auf und dann hole ich die einzelnen Kits raus. So. Ich mache den einmal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind meine 3 Bilder drin. Und also es sind 3 Kartons, relativ groß. Ich würde sagen, die haben eine Maße vielleicht von 40 mal 50 cm oder so, von der Größe her ungefähr. Und ja, ich habe so rumgeschaut und ich habe 3 wunderschöne Bilder entdeckt. Ich möchte euch, eigentlich wollte ich euch, das geht jetzt aber, oder wartet mal, ich muss mal ganz kurz in den Karton reinschauen. Wir schauen jetzt mal in den Karton rein, den ich euch ganz genau zeigen möchte. Weil ich möchte euch gerne nur ein Bild ganz genau zeigen, euch aber die anderen Bilder auch kurz zeigen, was ich mir gekauft, welche ich mir gekauft habe. Und die anderen dann nochmal spezifisch für sich in einem Video machen. Und jetzt schaue ich aber mal rein. Ich habe gedacht, es kommt in so einem Karton. Ja, kommt es auch. Also das ist nur ein Umverpackungskarton. Das heißt, ich kann die alle rausholen. Ich drehe es mal so rum. Ah doch, ihr seht es schon. Ist da noch was drin? Nee. Dann kann ich, würde ich sagen, ich packe die mal aus und dann zeige ich euch die Bilder kurz. Also, weil es einfach zu viel Platz, nehmen die weg, sonst kann ich es euch nicht richtig zeigen. So, ich habe alle ausgepackt und dann zeige ich euch die. Ich habe heute ein bisschen künstliches Licht an, aber ich denke, ihr könnt wahrscheinlich trotzdem alles erkennen. Ich hoffe es zumindest, aber bei uns ist es so grau und grau. Ich musste heute einfach das Licht anmachen, aber ich denke, man sieht alles. So. Und zwar habe ich einmal hier das Set Vollmond über London heißt das, und zwar das habe ich auch in dieser Facebook-Gruppe, wo ich euch erzählt habe, entdeckt und fand das so, so schön, allein schon von den Tönen hier, ich finde es so schön, und ich war ja selber auch schon in London und mir hat es damals sehr, sehr gut gefallen, und ja, das durfte auf jeden Fall mit, das sah so, so schön aus. Also es ist noch so, wie gesagt, ein Riesenkarton, wie ihr sehen könnt. Hier hinten drauf haben wir den Produktinhalt, Malvorlage, die Pinsel, Malanleitung, Kontrollblatt und Malen nach Zahlentechnik. In verschiedenen Sprachen, in Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch und Russisch. Und hier unten das sind andere, das sind noch Artikel, die man noch kaufen kann. Da haben sie noch quasi ein paar Artikel wie Schlusslack, Schlusslack klar und glänzend. Und auch in mehreren Sprachen. Also einmal hier kann man Paintmaster. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist wahrscheinlich so eine Ablage, damit, wo man das draufstellen kann, wo man seine Döschen draufstellen kann. Pinsel, ein Lack. Und das ist Bilderrahmen aus Aluminiumprofilen. Okay. Also, wie gesagt, das einmal. Das schauen wir uns aber in einem separaten Video nochmal ganz genau an. Heute geht es um ein anderes Bild und auch nicht um dieses, was jetzt hier kommt. Und zwar, oh, ist das nicht schön? Ich habe das gesehen und ich war total verliebt. Ich liebe ja Lavendel und ich mag dieses Provence-Feeling total. Und zwar heißt das Bild Lavendelfelder. Und das ist ein Dreiteiler. Also wir haben hier 3 Chipboards drin. Hier steht auch einzigartige Malergebnisse, hochwertige Acrylfarben auf Wasserbasis mit Ersatzfarbenservice. Das heißt, wenn einem, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn einem die Farben ausgehen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man sie dann kostenlos zurückbestellen, kostenlos nachbestellen kann, beziehungsweise man kann auf jeden Fall Farben nachbestellen zu dem passenden Bild. Also wenn einem jetzt mal die Farbe ausgeht, gibt es die Möglichkeit, die genaue Farbe nachzubestellen. Kein Farbmischen. Es gibt ja auch Kits, bei denen man Farben mischen muss. Und das Schipper Original. Ja. Jetzt auch nochmal das Logo, dass ihr es mal seht. Ich verlinke euch natürlich die Firma unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal schauen. Also das ist diesmal keine Kooperation. Das habe ich alles selbst bezahlt. Und hier genau das gleiche wie beim anderen Bild auch. Nochmal die verschiedenen, also Inhalt, was alles halt drin ist und die Produkte, die man noch erwerben kann. Und jetzt geht es um das Bild, was wir uns heute mal genauer anschauen. Und zwar tada! Diesen süßen Drachen, der da hier in diesem Zauberglas sitzt und den Feuer speit. Und hier unten liegt Gold und hier die Diamanten. Ich fand das so schön. Und ich fand das auch, dass es so schön rauskommt, hier auch mit diesem Rauch. Ja, richtig, richtig toll. Total toll. Und das Bild heißt Der Drache. Ich lege es mal euch so hin. Davon gibt es noch, glaube ich, 2 andere Motive. Ich meine einmal mit einem Wichtel und so einem Fliegenpilz. Und ich glaube, dann war, ja, eine Meerjungfrau war noch. Auch sehr schön, die Meerjungfrau. Und was ich finde, also das ist total hochwertig hier mit dem Karton. Wenn ich mir vorstelle, die anderen Bilder, die bekommst du oft auf der als Leinwand, ne, zusammengerollt und dann irgendwie zwar auch in einem Karton drin aber sieht aus wie so, es erinnert mich voll an so ein Spiel, ne, so ein Brettspiel, weil es so ein schöner, stabiler Karton ist. Und ich finde es auch toll, weil da kann man dann, wenn man nicht weiter malt oder gerade eine Pause machen muss, man kann da auch gut sein Bild wieder reinlegen und räumt es weg und kommt gar nichts dran. Das ist natürlich auch echt super, oder? Ich würde sagen, wir machen das mal auf. Ist noch mit einer Folie geschützt. Auch der Karton total schön. Also ich finde, richtig schön hochwertig. Manche sagen, die Kits sind teuer. Ich muss dazu sagen, ist vielleicht auch immer, hängt ja auch immer davon ab, wie viel hat man denn so, ne? Was möchte man denn ausgeben? Ich habe jetzt auch nicht so die großen Vergleiche, ne, zu anderen Firmen. aber ich weiß gar nicht, also das Bild hier ist 40 x 50 groß und ich glaube, man malt halt auch echt eine Weile dran, ne? bis es fertig ist. Es ist sicherlich aber auch ein Hobby, was auch ein bisschen schneller vonstatten geht. Nicht wie beim Sticken, sondern weil hier malt man ja, und ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier auch schneller vorankommt. Vielleicht so im Tempo wie bei einem Diamond Painting, könnte ich mir gut vorstellen. So, aber auf jeden Fall zügiger. Oh, wie das schon riecht. Oh, ich liebe das. Mögt ihr das auch so? So diesen Druckergeruch. Ich liebe das voll. Oh, jetzt machen wir mal auf. Oh, eigentlich voll leer der Karton, wenn man sich das so anschaut, ne? Farben, Prospekt und hier die Leinwand. Ich mache mal den Karton da drunter, den anderen. Und das mal da rein. So. Also, ich weiß, die Mine von Kunterbunt Mine, die hat auch schon mal einen Schipper ausgepackt. Und zwar haben wir hier unsere Farben, die wir hier dann auch noch bekleben müssen. Da guckt man nachher mal, wie wir das machen müssen. Dann haben wir hier einmal die Kleber für die Fläschchen. Da steht es wahrscheinlich auch drauf. Und was haben wir hier? Malen nach Zahlen. Ah, ein Prospekt über das ganze. Da kann ich euch ja mal kurz einen Blick reinwerfen lassen, was für Produkt. Oh, das habe ich auch gesehen, fertig gemalt. Oh, auch so schön. Und das, ja, das. Und die liebe Nadine, die hat, glaube ich, so, ja, die hat hier diese Gewürze gemacht. Sah auch sehr schön aus. Was ich auch gesehen habe, was auch super schön, ich glaube, das ist was ich mir auch noch kaufen möchte. Rosen für dich, das habe ich gesehen in der Facebook-Gruppe. Also es sind ganz viele Bilder. Wenn man wissen will, wie das rauskommt, braucht man da eigentlich nur schauen unter den Bildern. Also super. Schaut euch mal dieses Meeresbild an mit den Orkern. Ist nicht schön? Oder dieser Herbst. Oh, das ist auch schön. Oder das mit den Elefanten. Ja, ich glaube, das wird nicht mein letztes gewesen sein. Wie toll. Was steht hier? Ah, das sind die Alurahmen, die gibt es, die extra auf die Bilder quasi angepasst sind. Finde ich auch super. Das ist auch cool. Also für die drei Teile, ich habe ja das hier in dieser Größe hier noch, ne? Für den Lavendelfeld, für die Lavendelfelder. Und dann habe ich hier 40 x 50, das ist der Drache hier. Ja, und dann hat es halt noch einen Glanzlack. Aber ich habe ja, vom Diamond Painting habe ich ja ganz viele Versiegelungen. Ne? Da brauche ich eigentlich nichts kaufen. Da habe ich jede Menge daheim. Und die sind ja eigentlich auch gedacht, nicht fürs Diamond Painting, sondern die sind ja eigentlich gedacht für Gemälde. Ne? So, ja, dann haben wir uns das da einmal angeschaut. Jetzt hole ich mal das Bild raus. Da ist es. Den Karton stelle ich mal auf die Seite. Und da haben wir das gute Stück. Oh. Ich nehme es mal ein bisschen ran, dass wir mal uns das so anschauen können mit den Feldern. Also kann man super erkennen. Das ist so ein ganz helles Grau, also mit so einem hellen Grauton. Und hier oben ist auch nochmal, was es ist, abgebildet. So erkennt man es jetzt, würde ich sagen, noch nicht. Auch von den Formen her. Also ich könnte jetzt nicht, vielleicht ein kleines bisschen hier die Flasche, wenn ich so ganz grob erkennen kann. Aber den Drachen da drin würde ich jetzt nicht erkennen. Ja, also, ja, gefällt mir. Schön, dass es in so einem Karton ist. Echt schön. Und die Struktur ist ein bisschen rauer, nicht so ganz glatt. Ich denke, da malt sie es wahrscheinlich sehr gut draus. Seht ihr? Ja, hier sieht man es ein bisschen, ne? Die Struktur ist ein bisschen rauer. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Farben an. dazu. Ich mache das mal auf. Also wir haben hier relativ große Töpfchen, muss ich sagen. Also ich zeige euch mal die Töpfchen, wo ich gerade dran male. Die sind deutlich kleiner. Ich habe das hier in so einer praktischen kleinen Mesh-Tasche drin. Das kann man super gut aufheben. Seht ihr? Fast das Doppelte. Ordentlich Farbe drin, muss ich sagen. So. Und ja, wir drehen das mal um, dass man sich die Farben mal ein bisschen schöner anschauen kann, würde ich sagen. So. Oh, sind die nicht schön? Richtig, richtig schön. Hier haben wir noch... Ah, Kontrollblatt. Da steht auch ganz genau drauf, wie ich meine Döschen bekleben muss. Also A, B, C. Also ich glaube, ich weiß, hier F, seht ihr? Das ist quasi die F. Dann kommt hier die 31, 32, 33, 34, 35 und 36. Ja, drauf. Also sehr gut. Und hier haben wir nochmal Kontrollblatt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei den Kleinen außersehen irgendwo drüber mal, ne, bei einer Zahl oder so, und ich erkenne das nicht mehr. Oder ich habe zum Beispiel, manchmal hat man auch eine größere Fläche und dann übermalt man die Zahl schon, muss dann vielleicht irgendwie unterbrechen und dann weiß man, um welche Farbe war es denn nochmal. Dann hat man hier dieses Kontrollblatt und kann nochmal nachschauen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wichtiger Hinweis, das beiliegende Motiv wird mit 36 Farben gemalt. Bitte die Selbstklebezahlen von Malbeginn gemäß der Zeichnung ich lese mich über die Kamera, deswegen, gemäß Zeichnung auf den Deckeln Farbtöpfchen bekleben. Es ist wichtig, dass die Farben in der richtigen Reihenfolge nummeriert werden. Ja, das ist klar, ne? Gepackt von P. Gregorio. Ja, sehr schön. Super. Hier haben wir wahrscheinlich Instruction, also die Anleitung, wie man beginnt. Für die Elternmaler. Hier ist es auch nochmal bebildert. Ja. Handstellung, also sind so Tipps, ne? Handstellung beim Malen. Das fertige Bild soll perfekt aussehen. Und dann hier in Englisch, ne? In mehreren Sprachen. Super. Also wirklich hochwertig, ne, was da alles dabei ist. Da kann man auch direkt als Anfänger loslegen und man hat alles, was man braucht. Also, wir haben hier nur einen Pinsel. Ich werde sicherlich noch andere Pinsel benutzen, denke ich mal, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man so ganz kleine Sachen hat, dass der Pinsel vielleicht nicht überall malen kann. Also, oder dass es halt schwierig wird, überall mit dem zu malen. Wir haben die Stärke Nummer 3. Der ist jetzt noch ein bisschen fester, aber wenn man die so knickt, dann werden die weich. Ja. Und eine Schutzkappe natürlich drüber. Das habe ich natürlich aufgemacht. So. Und die Etiketten. Ja, sehr schön. Ich habe mir überlegt, und zwar, das habe ich in einem anderen Video gesehen. Oh Gott, wie heißen die jetzt nochmal? Ich verlinke euch das vielleicht hier unten in der Infobox. Die macht auch ganz viel mal nach Zahlen und Schipper und die macht sich ein Sketch. Und das möchte ich auch machen. Und das könnten wir vielleicht zusammen machen. Ich bereite es einmal vor. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns zusammen und wir malen den Sketch und vielleicht auch ein bisschen an dem Bild. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich wieder. Ich baue einmal um und dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar, wir bekleben uns jetzt, würde ich sagen, erstmal die ganzen Töpfchen. Und dann schauen wir uns das mal an. Also wie gesagt, die Nummern sind hier mit drin. Oh. Jetzt machen wir mal den Pinsel raus und die Etiketten. Und hier steht dann auch nochmal, Pinsel waschen für eine lange Lebensdauer. Nie, also nicht im Wasser stehen lassen, nie mit aggressiven Mitteln reinigen, Farbe nie mit dem Pinsel umrühren und trockene Farbreste nicht mit Fingernägeln entfernen. Ja, sonst reißt man sich die Farben aus. Die richtige Pflege. Ja, also hier noch ein paar Tipps. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich ziemlich selbsterklärend, wenn ich das hier so sehe. Also hier haben wir, wie die Töpfchen können, immer 1 bis 6. A ist 1 bis 6 und B, und dann geht es einfach weiter, ne? C, D, also das ist ganz einfach. Also hier mache ich das A mal weg. Und dann ist es eigentlich total simpel. Also man muss nur das mit dem richtigen anfangen. Dann haben wir A, 1 und dann geht es eigentlich fortlaufend. Ne? Dann nehme ich die Reihe B. Ganz simpel gemacht hier. Da kann nicht viel passieren. Also man klebt natürlich die Reihe B auf D statt auf B. Dann ist es natürlich schlecht, aber ja. Ich denke, das kriegt aber auch jeder hin. Kriegen auch Jüngere hin. So, Reihe A haben wir fertig. Jetzt haben wir Reihe B, die ich irgendwie hier nicht habe. Das ist aber komisch, warum habe ich keine Reihe B? Ach doch, hier. Unten drunter war es unter meinem Zettel. Hier haben wir die Reihe B. Machen wir den Sticker weg. Hier steht auch Nummerierung, siehe Kontrollblatt. Steht es auch nochmal drauf, ne? Dann geht es hier weiter mit der 7. Also das Video wird ein bisschen länger, wie ihr vielleicht wahrscheinlich schon gesehen habt. 8. Aber ich habe jetzt Lust, das ausführlich zu machen und ich denke, euch gefällt es auch, wenn man das so ein bisschen ausführlicher zeigt. Gerade für welche, die vielleicht genau wie ich auch noch so ein bisschen wieder reinkommen wollen. Also wie gesagt, ich habe das seit meiner Kindheit nicht mehr richtig gemacht. Ich habe bei einem Set jetzt schon angefangen und es macht so viel Spaß. Es ist so, oh, das ist auch so meditativ. Ne? Das ist wie Sticken oder Diamond Painting. Da kann man echt einfach abschalten. Ne? Dann haben wir hier C. Dann geht es hier weiter mit 13. Und was ich auch cool finde, die haben ja extra hier so kleine Dinger, damit das halt schön standhaft ist und dass das nicht nach hinten kippen kann. Finde ich auch gut. Na, dass wenn man das Töpfchen aufhat, dass es auf keinen Fall irgendwie umkippt. Also ich denke mal, dass es dafür gedacht ist. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ne? A, B, C, D kommt jetzt. Also ihr seht, es geht richtig flott hier. Und ach ja, ich freue mich jetzt, das zu malen. Und auf Facebook, die hat auch erzählt, dass sie halt gezeigt, dass sie ihr Bild malt, ihr Schipper und so. Und dann habe ich auch drunter geschrieben, ja, dass ich mir jetzt auch welche gekauft habe und so. Und ja, dann hat die liebe Vicky mir geschrieben und hat gesagt, ja, welche hast denn du dir gekauft? Und so habe ich es gezeigt. Und dann hat sie gesagt, ja, den Drachen hat sie auch. An dieser Stelle liebe Grüße. Ich denke mal, dass du es vielleicht guckst, das Video. und hat mir dann auch noch ein paar Tipps gegeben, die ich gerne auch hier beherzigen möchte. Ja, ich finde immer, wenn man so ein neues Hobby hat, also für alle, die Facebook haben, ist das eine ganz tolle Möglichkeit, sich in dieses Hobby so richtig ja, zurechtzufinden, ne? Und Tipps und Tricks zu bekommen, weil in diesen Gruppen, in diesen, also das ist ja jetzt eine Mal nach Zahlen-Gruppe, da kriegt man halt echt viele Tipps auch von Menschen, die halt auch das schon vielleicht auch schon viele Jahre machen, ne? Mal nach Zahlen gibt es ja auch schon echt, keine Ahnung, also was ist ich weiß gar nicht, wie lange es das gibt schon, also Ewigkeiten schon, ne? Auf jeden Fall das sind sogar mehr Zahlen. Ich habe gerade gedacht, ja, warum habe ich denn hier noch mehr Zahlen? Aber wir haben ja nur 36 Farben. Ist wahrscheinlich standardisiert, denke ich mal, hier der Stickerbogen für alle Kids, dass man für die Kids, die dann bis zu 42 Farben haben, dann hier, oder vielleicht haben sie auch noch größere, ich weiß nicht. Kann auch sein, sie haben auch noch Bilder. Das sehen wir ja noch, auch noch bei den anderen Kids, die vielleicht noch mehr Farben haben. Oh, drei, jetzt habe ich mich verklebt, seht ihr? 37 haben wir ja gar nicht. Ich bin ja hier eine Zeile runtergerutscht. Ich habe die 31 und die 32 gar nicht mitgenommen. Jetzt muss ich mir das vorsichtig ab. 36 die letzte Farbe. Das habe ich gerade gedacht. Geht Gott sei Dank zum Glück gut runter. Hier ist es auch so ein bisschen eingeprägt, Schipper. Die 33 hier. So, jetzt haben wir hier die 31 und die 32. Super, sehr schön. Zettel haben wir noch ein paar Nummern übrig, aber die brauchen wir ja nicht. 37 habe ich ja aus Versehen runter gemacht, aber so. Dann machen wir das einmal auf die Seite erstmal. Und zwar habe ich mir jetzt so einen, ihr denkt bestimmt, ja, warum macht sie denn jetzt so einen Chart? Und zwar ich mache das übrigens auf so einem Aquarell-Skizzenblock. Den gibt es beim Rossmann. Ich glaube, es ist jetzt ein anderes Design, aber die gibt es beim Rossmann, 2,99. Und kann sein, der ist auch ein bisschen teuer. Ich habe ihn schon länger. Ich nehme mir mal ein Blatt runter, das ist A5. Und zwar, ich möchte ein Kontrollblatt machen, um zu gucken, wie die Deckkraft ist der Farben. Und da mache ich es jetzt so. Also, ich habe hier so ein Archival Ink Stift, der ist wasserfest, aber ich mache mir jetzt erstmal hier, ich schreibe erstmal Color Chart und dann mache ich mir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, halt 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Und jetzt mache ich mir hier nochmal die gleiche Zahl. Schreibe ich mir daneben. Also hier eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter. Ich mache das schon fertig und dann bis gleich. So, da bin ich jetzt. Und jetzt machen wir uns jetzt... Die haben jetzt hier geschrieben, dass die Döschen am Anfang ein bisschen schwer aufgenommen... Oh, geht eigentlich. Ich weiß, dass viele sich die Farben anmischen mit Wasser. Jetzt weiß ich nicht. Ich mache jetzt einmal erstmal so, ohne anzumischen. Und schau mal, wie dickflüssig die sind. Also ich habe hier einmal den Pinsel, hier habe ich einmal Wasser und nochmal Wasser, eigentlich zum Andünnen. Und dann habe ich hier so eine Pimpette zum Wasser aufnehmen. Damit kann man super das dann hier so reinträufeln. Und ja, richtig cool. So. Und dann mache ich mir einfach mal hier so drüber und wasche das mir aus. Jetzt brauche ich noch kurz ein Feuchttuch bzw. ein Zewa. Warte, das habe ich mir noch nicht hergeholt. So, ich habe mir hier einmal das Tuch hergeholt. Das ist so ein Babyfeuchttuch, aber ohne Öl. Ich mache mir den Pinsel mal hier auf die Seite. Also ihr seht es jetzt nicht, ich wasche den nur aus und dann streife ich mir das einmal hier auf dem Feuchttuch ab. Das habe ich mir gesehen, dass es ein paar machen. So, die Nummer 1 habe ich. Jetzt haben wir dann die Nummer 2. Und ich glaube, manche erkennen jetzt schon, worauf ich eigentlich hinaus will. Gehen aber ganz gut auf, finde ich. Oh, es ist aber schön, ey. Also wenn ich die Farben sehe, kommt richtig Freude auf. Hab ich gekleckert. So. Farbe am Finger schon. So. Genau. Und das mache ich jetzt quasi über diese ganzen Nummern, um zu schauen, wie ist die Deckkraft. Und mit welcher Farbe muss ich mehrmals drüber und wie oft, bis die deckt. Das war jetzt aber... Ich brauche doch ein Zewa noch zusätzlich, damit ich den Pinsel trocken machen kann, weil das hat jetzt verfälscht, weil es so wässrig ist. Jetzt tupfe ich mir das einmal ab und gehe nochmal rein in die Farbe. Weil es soll ja... So, dann haben wir die ersten 6 und das mache ich jetzt hier mit allen Nummern und dann sehen wir uns gleich nochmal und schauen nochmal, wie oft ich dann nochmal drüber gehen muss, damit man es abdeckt. Ne? Bis gleich! Also ich bin hier noch am Malen und ich habe jetzt festgestellt, Mir ist eingefallen, dass ich ja die Farben normalerweise immer mit einem kleinen Zahnstocher umrühre. Das habe ich jetzt auch gemacht, also die letzten zwei Farben jetzt gemacht. Deswegen blende ich euch das jetzt gerade hier nochmal ein. Jetzt machen wir hier mal weiter. Und zwar habe ich quasi hier die Farbe und ich habe hier so ein Pack-Ding. Sie kriegt ihr ja ganz günstig irgendwie beim Teddy so ein 100er-Pack oder das sind sogar 500. Und dann rührt ihr euch das einmal um, weil ich weiß nicht, ob die sich nicht absetzen, die Farben, ne? Ob das bei Ölfarben zum Beispiel ist es ja so, da setzt sich ja das Öl oben ab. Ich weiß nicht, wie das, inwiefern das bei Aquarellfarben ist, aber ich wollte ja, dass das Ergebnis hier authentisch ist. Und habe auch das Gefühl, das deckt jetzt auch besser als hier oben, weil das war doch ein bisschen wässrig. Von daher mache ich jetzt mal weiter so und rühre mir jedes einmal um. Zahnstocher habe ich genug und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles fertig gemalt habe. So ihr Lieben, also ich habe jetzt meinen Collared Coach gemacht und wie ihr hier sehen könnt, ich habe hier nebendran so Strichchen gemacht für die Farben, wo ich nochmal drüber gegangen bin, bis es gedeckt hat. Das heißt, ich weiß jetzt, okay, von der Farbe 1, da muss ich wahrscheinlich dreimal drüber gehen. Ich habe natürlich jetzt hier einen dunkelschwarzen, also einen schwarzen Stift, ne? Der wahrscheinlich noch, der halt intensiver durchscheint als jetzt dieses helle Grau auf der Leinwand, ne? Aber ich habe jetzt eine Richtlinie, okay, die Farben hier mit den Strichen, da werde ich mehr brauchen. Und wir haben sogar hier eine Farbe, die Nummer 5. Da muss ich jetzt mal probieren. Ihr seht die immer noch ein kleines bisschen durchschimmern, obwohl das ja so ein Terrakotta-Ton ist, ne? Aber, ja, mal schauen, wie es auf der Leinwand sich dann verhält, ne? Und darum mache ich jetzt das so, dass ich mir jetzt zum Beispiel auf der Nummer 1 nehme ich jetzt meinen Stift, nehme euch mal ein bisschen ran hier, da nehme ich jetzt meinen Stift und mache mir hier so eine kleine 3, dann weiß ich, okay, die Farbe muss ich dreimal auftragen, also dreimal, bis es richtig deckt. Und hier haben wir auch eine 3, die 2. Die 3 haben wir zweimal. Die 4 haben wir dreimal. Die 5 haben wir auch dreimal. Die 6 haben wir zweimal. Die anderen Farben sind ziemlich gut. Dann haben wir, die nächsten Farben sind bei mir dann die Nummer 17. Ah ja, das ist hier dieses helle Gelb, 17 und 18, jeweils dreimal. Ich weiß, einige von euch, also mischen die Farben an, also dass die dünnflüssiger werden, ja. Ich muss jetzt euch aber sagen, wie gesagt, ich habe mit Schipper ja noch keine Erfahrung. Ihr könnt mir gerne, für alle, die mit Schipper schon Erfahrung haben, die Vicky hat mir das auch empfohlen, das ein bisschen anzudünnen. Aber, also ich zeige euch mal, hier habe ich das von Figure It Art und schaut ihr, seht ihr, wie dickflüssig die Farbe ist? Ach, halt ist jetzt nicht. Und die habe ich schon angedünnt. Ne? Jetzt zeige ich euch mal hier, die Farbe, die habe ich nicht angedünnt. Totaler Unterschied. Also die hier ist richtig flüssig und deswegen werde ich das erstmal nicht machen mit dem Andünnen. Ich werde die so original verwenden. Also ich finde die jetzt gar nicht dickflüssig, aber wie gesagt, ihr könnt mir da gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich sie mir trotzdem andünnen soll oder ob ich sie nicht andünnen soll. Aber die sind so flüssig, finde ich richtig toll. Und sie verhalten sich auch sehr schön auf dem Papier, also sehr schön gleichmäßig, dadurch, dass sie halt flüssiger sind, verlaufen die halt auch schön, ne? Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man sieht jeden Pinselstrich in der Farbe, sondern es hat so eine richtige smoothe Optik. Genau, wo waren wir jetzt stehen? 17, 18 haben wir. Dann geht es weiter mit 19, brauchen wir zweimal. Da ist mein Stift. 2, 20 zweimal. Obwohl das so eine dunkle Farbe ist, aber sie deckt halt irgendwie nicht richtig, ne? Dann haben wir die 22, müssen wir auch zweimal. 24 zweimal. Die 25 und die 26 zweimal. Genau, und dann haben wir hier noch das helle Hellblau. Die auch nur zweimal. Die deckt auch sehr gut. Genau, und darum habe ich jetzt hier diesen Color Coach angelegt quasi, damit ich weiß, okay, hey, die Farben, die werde ich mehrmals drüber malen müssen, ne? Dass man nichts mehr sieht. Und ja, ich finde es auch schön, mal die ganzen Farben so über den zu sehen. Ne? Sieht schon schön aus, finde ich. Was meint ihr? Ich habe hier noch mein Feuchttuch, das mache ich jetzt mal weg hier mit meinen Dings. Lege mir ein frisches her und ein frisches Zewa. Da muss ich mir aber erst aus der Küche was holen. Ich habe nämlich, wie ich das jetzt hier gerade sehe, gar keine Rolle mehr. Ich habe gedacht, ich habe hier noch eine Rolle stehen, aber ja, keine Ahnung, wo die wieder hin verschwunden ist. In dem Sinn würde ich sagen, ich hole mir jetzt mal noch ein frisches Feuchttuch. Frisches Wasser habe ich mir vorhin schon geholt. Das war so dreckig. Ja klar, ich habe mit jeder Farbe einmal rein. Und dann würde ich sagen, wir fangen mal mit einer kleinen Stelle irgendwo an zu malen. Habe ich richtig Bock drauf. Und ja, dann bis gleich. So ihr Lieben, ich habe mir hier einmal mein Malbrett hergestellt. Glas mit Wasser, dem Originalpinsel. Und dann habe ich mir ein Stück Zewa hergenommen. So, das falte ich mir einmal. Und dann nehme ich mir so ein Feuchttuch her. Manche von euch fragen sich bestimmt, warum, für was braucht man ein Feuchttuch? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Das habe ich gelernt bei der YouTuberin, die ich euch unten verlinkt habe. Ihr faltet euch das einmal und legt euch das einfach nebendran, neben euer Wasserglas. Und zwar ist es so, dass nach und nach das Wasser ja auch verschmutzt. Und wenn man in das mit dem Pinsel reingeht und das Wasser ist nicht mehr ganz so sauber, dann streift man sich das quasi auf dem Feuchttuch ab. Ne? Das ist quasi zur Reinigung vom Pinsel noch. Das heißt, ich gehe ins Wasser und mache mir das dann hier nochmal, streiche einfach hier nochmal drüber und dann gehe ich aufs Zewa, dass der Pinsel trocken ist, weil sonst verläuft mir ja die Farbe, sonst wird es zu flüssig, ne? Und gehe dann quasi nochmal da rein. Kann dann in meine Farbe reingehen und habe dann keinen Schmutz im Pinsel drin von meinem schmutzigen Wasser, was ich habe, ne? Ja. So, ich würde sagen, wir malen mal ein bisschen zusammen. Also, oder ich mal und ihr guckt mir zu oder lauscht mir. Vielleicht malt ihr ja auch gerade an einem Bild. Ich weiß noch gar nicht, welche Farbe ich hier nehme. Ich will jetzt nicht zu klein anfangen, weil ich nicht weiß, ob ich bei dem Pinsel bleibe. Deswegen vielleicht erstmal eine größere Farbe. Ja, macht man mal hier die 21. Ich male jetzt auch nur so ein kleines bisschen. So, die 21 habe ich hier keine Zahl drauf. Und jetzt schaut mal her, ich habe das ja jetzt hier auf meinem Bild stehen, aber jetzt weiß ich, für was das gedacht ist. Dieses Toolteil da, ne? Wo ist es denn? Ach ja, hier. Paintmaster. Und zwar, wenn man dass man halt natürlich das hier, manchmal tropft ja auch ein bisschen Farbe runter oder so und es bleibt vielleicht hier unten, dass man sich das Bild nicht versaut, ne? Oder allgemein, dass man, wenn man, vielleicht mache ich da, mir vielleicht doch ein Blatt runter. Ich habe mich jetzt kein anderes, ich habe jetzt nur ein Zewa mitgenommen. Ich mache mir mal hier so ein Blatt runter. Ach, wartet mal, ich habe hier so ein Schmierblatt. Ich mache mir vielleicht lieber mal ein Blatt hier drunter. Jetzt hat mein Mann angerufen. bin ich hier. Ja, ich mache jetzt einfach so ein Kopierpapier. Also ich habe so ein Schmierblatt. Ne? Dann versaue ich mir hier nichts. Was haben wir gesagt? Wir wollten hier die 21 machen. Oh, ich bin aufgeregt. Ja, wie sie es verhält und so. Seht ihr das überhaupt, die 21? Ja. Ich nehme euch ein bisschen höher. Ja, ihr seht es. Ja, seht ihr das? Ja. Also, ich bin schon so gespannt. Ja, wie gesagt, ich bin mir ein bisschen unsicher jetzt bei Schipper, ob ich dabei bleibe mit den unverdünnten Farben. Ihr könnt mir da bitte gerne für alle, die Erfahrungen haben damit, nochmal Bescheid geben. Aber meine Frage wäre dann natürlich, oh ja, so eine lästige Fliege. Also nicht wundern, wenn die plötzlich da auf dem Bild irgendwo rumläuft. Die fliegt die ganze Zeit hier in meinen Farben rum. Vielleicht riechen die gut für sie. Ja, also mich würde tatsächlich interessieren, ob das nicht die Deckkraft nimmt von den Farben. Weil jetzt habe ich ja zum Beispiel die Farbe, brauche ich ja jetzt, oh, das verhält sich super hier. Die Farbe brauche ich ja jetzt nur einmal eher auftragen. Und nicht zweimal. Weil sonst müsste ich ja, wenn ich es jetzt verdünnen würde, mit Wasser, es noch flüssiger mache, dann müsste ich ja vielleicht zweimal auftragen, oder? Könnt ihr mir ja mal Bescheid geben. Also ich bin mir da tatsächlich jetzt noch ein bisschen unschlüssig, wie ich mich da jetzt verhalten soll. Oh, es ist schön, richtig meditativ. Ich fühle mich auch so ein bisschen in meine Jugend zurückversetzt. Habe ich auch schon zu meinem Mann gesagt, wo ich das andere Bild gemalt habe von Figure It Art, das Eichhörnchen, wo ich euch schon gezeigt habe. Und ja, weil ich das ja früher ganz viel gemacht habe, ne? Aber ich muss sagen, das Malen liegt tatsächlich auch bei uns so ein bisschen im Blut, in der Familie. Was heißt, also ich kann nicht gut zeichnen, das kann ich nicht, ne? Aber so sagen wir mal, das Interesse daran, ne? Weil, ich muss dazu sagen, mein Großvater, der lebt aber allerdings nicht mehr, der hat viel Ölmalerei gemacht. Auch richtig so Landschaftsbilder, ganz viel. Und mein Bruder zum Beispiel, der kann super gut zeichnen. Der kann richtig toll auch Porträts und so zeichnen. Der ist da richtig begabt. Das kann ich jetzt wiederum nicht. Aber ich würde schon sagen, dass ich so dieses Künstlerische schon habe. Auch durchs Basteln natürlich. Also einfach das Interesse an sowas, ne? Ihr seht, ich gehe hier ganz vorsichtig entlang, weil ich mir das jetzt nicht irgendwie verhunzen will. Aber das ist ja auch gerade das Schöne, ne? Das ist ja genau das, was ja eigentlich so meditativ ist. Nicht schnell, dass man es fertig bekommt, sondern einfach, ja, schön gemütlich malen. Vielleicht noch ein Hörbuch oder eine Serie oder YouTube nebenbei laufen lassen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht malt ihr ja auch gerade. Würde mich mal interessieren, könnt ihr mir gerne sagen. Und wie gesagt, die anderen Bilder, die schauen wir uns dann auch nochmal an. Und dann machen wir auch natürlich diesen Color Coach, mache ich dann auch wieder dazu. Dann sieht man auch die Farben nochmal, ne? Ja, hier male ich jetzt gerade aber nicht so. Also, ich bin echt gespannt. Ja, es sieht auch schon mal super aus, oder? Schöne Deckkraft. Haben wir jetzt hier noch irgendwie Eine 21 hier in der Nähe? Nee. Wir machen jetzt mal noch eine andere Farbe. Die neuen mache ich jetzt nicht hier in der Mitte, weil ich habe dann Angst, dass sich die Farben ineinander vermischen, das verlaufen. Das mache ich nicht. Also ich suche mir jetzt bewusst ein Symbol aus, was nicht direkt angrenzend ist. Also eine Nummer, damit sich das nicht ineinander verläuft. Also hier habe ich ziemlich viel Konfetti, sehe ich gerade. Also ziemlich viel Farbwechsel. Was machen wir denn mal? Noch eine schöne Farbe. Hier haben wir die 11. Wo habe ich die 11? Da. Machen wir mal hier noch die 11, so ein kleines Feld, das ist so ein Mintgrün, so ein helles. In DMC-Farbe würde ich sagen, das ist die 755. Ja, yes, und die deckt auch richtig gut. Also und vor allem lässt sich doch gut vermalen. Also ich weiß nicht, ob ich mir das verdünne. Sie kommt da irgendwie super damit zurecht. Und ich habe jetzt auch nirgends gelesen, vielleicht muss ich noch mal gucken, ob das die Firma Schipper auch empfiehlt, die Farben anzudünnen. Ich weiß, viele von euch machen das. Aber wie gesagt, ich komme damit jetzt hier echt gut zurecht. Oder kann das dann passieren, dass dann die Farbe ausgeht? Wenn ich es nicht verdünne, könnt ihr mir ja mal sagen. Weil das wäre natürlich auch blöd, ne? Malt sich schön auf der Leinwand, muss ich sagen. Und der Pinsel ist auch gut. Man kann schön, ihr seht, es geht schön, eine schöne Spitze lässt sich damit formen. Muss ich sagen, gut. Ich habe auch das Gefühl, hier hat man mehr Runde, dass es ein bisschen weicher ist von den Formen her. Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor. Wie gesagt, ich habe mir nur das andere Bild als Beispiel. So, heute ist der Tag der Unterbrechungen. Es wurde schon wieder unterbrochen. Haben wir jetzt hier in der Nähe noch eine 11? Hier haben wir noch eine kleine 11. Also die deckt super. Ich bin echt schwer begeistert. Macht richtig, richtig Spaß. Also toll. Also die Bilder haben so circa 40 € das Stück gekostet. Aber ich habe auch halt natürlich jetzt große, ich glaube, Bilder. Es gibt aber auch günstigere Bilder. Also ihr müsst euch ja nicht so Großes kaufen, aber ich habe gerade echt Lust gehabt. Jetzt machen wir mal die 31 noch. Die muss ich zweimal auftragen. Jetzt schauen wir mal, wie sich das verhält, weil ich hatte ja mit einem schwarzen Stift auf meinem Color Coach gemacht. Schauen wir mal, wie sich das hier verhält. Was haben wir jetzt hier? Die 31 haben wir gesagt. Viel Farbe für so ein kleines Feld. Also es deckt schon ganz gut. Was habe ich hier auch geschrieben? Zweimal, aber ich muss wahrscheinlich hier auch nochmal drüber gehen. Ja, bei mir regnet es und regnet es und regnet es. Ganzen Sommer hat es nicht geregnet, gell? Und jetzt regnet es irgendwie gefühlt alles runter. Aber ja, dann ist es noch gemütlicher, wenn man hier so ein schönes Bild hat, das man dann malen kann. Also hier habe ich jetzt relativ viel Farbe aufgetragen. Ich denke, da muss ich wahrscheinlich nicht nochmal drüber, aber hier dann, da sehe ich die 31 schon durchschimmern. Ah, macht das Spaß, weil die Farbe, die ist so toll. Also die lässt sich so gut vermalen. Das macht richtig, richtig Bock. Also Leute, ich sag's euch. Kauft euch mal so ein Schipperbild. Das ist gleich was ganz anderes. Vielleicht ist es auch die Leinwand runter, ne? Auch, aber vorwiegend denke ich mal, ist das die Farbe. Beziehungsweise es ist ja keine Leinwand. Ich muss mich korrigieren. Es ist ja eigentlich so ein Chipboard, ne? Also so ein Karton. So. Oh, es ist schön. Vielleicht muss ich auch da gar nicht drüber, ne? Nochmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, das deckt's ab. Und ihr seht, ich komme ja auch eigentlich ganz gut in die Spitzen rein. Mit dem Pinselchen hier. Malt auch sehr gut. Der Schipper hat sich da schon was gedacht. Warum sie nur einen Pinsel dazugeben, ne? Weil es wahrscheinlich ein qualitativ gut hochwertiger Pinsel ist. Ich meine, bei Pinseln, das ist ja auch so eine Sache für sich. Ne? Die einen, die schwören auf Da Vinci, die anderen sagen, ich komme auch mit den günstigen Pinseln zurecht, die mit dabei sind. Ja, hier haben wir noch eine kleine, hier haben wir noch so ein bisschen 31, aber ich werde das Video jetzt auch gleich beenden, weil ich jetzt gleich zur Arbeit muss. Immer diese Arbeit, oder? Wenn man jetzt keine Arbeit hätte, das wäre doch so schön. Aber dann könnte man sich halt auch so ein schönes Bild nicht leisten, ne? Das ist immer diese Sache. Ah, ja. Naja. Wir haben das Haus voll. Hotel ist knallvoll bis unter die Decke. Alle Zimmer sind belegt. Ja. Gerade im Moment ist es... Also läuft gerade echt gut. Wir merken nichts von irgendwie Herbst und Corona oder sonst irgendwas. Also... Wir sind echt voll. Fast jede Woche sind wir voll. Es gibt immer so ein, zwei Tage, wo es ein bisschen weniger ist, aber trotzdem auch belegt. Das ist jetzt zum Beispiel diese Woche der Donnerstag, weil viele Geschäftsreisenden, die bleiben dann bis Mittwoch oder checken Donnerstag aus. Ne? Und Donnerstag auf Freitag ist dann als nicht so viel los. Und freitags kommen dann wieder die Wochenendgäste, die von Freitag bis Sonntag bleiben. Obwohl es gibt auch viele, die zum Beispiel... Seht ihr das überhaupt? Will ich jetzt hier nochmal. Es gibt auch viele, die erst am Samstag anreisen, ne? Die dann nur eine Nacht bleiben. Ja, ich habe auch gesehen, dass viele mit einem Dotting Pen malen. Das werde ich auf jeden Fall auch mal mit euch durchtesten. Also ich habe es schon für mich getestet, aber nicht mit Schipper. Und das ist eigentlich auch eine coole Sache. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich da Fan werde. Ich muss ich jetzt mal austesten, ob das was für mich wird oder nicht. Aber dann nehme ich euch gerne mit, wenn ihr möchtet. Aber ich habe ganz viele Kommentare bekommen bei meinem Mal nach Zahlen, dass ich da gern mehr zeigen kann davon. Und es freut mich natürlich umso mehr, weil es mir ja auch Spaß macht. Und da möchte ich euch natürlich auch gerne mitnehmen. Ne? Und es gibt viele von euch, die auch tatsächlich noch neben dem Diamond Painting auch mal nach Zahlen machen. Oder neben dem Sticken. Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich muss mich fertig machen für die Arbeit. Ich hoffe, euch hat das lange Video gefallen. Und habt vielleicht bis zum Ende geschaut. Das würde mich natürlich umso mehr freuen. Und wenn ihr es toll fandet, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.